Herzlich willkommen, Fit at Home. Die letzten beiden Einheiten gingen ja im Kern darum, frisch nach einer Bandscheibenoperation die Bauch- und Rückenmuskulatur anzuregen, dass die irgendwann mal ihre volle Aufgabe wieder übernehmen kann, die Wirbelsäule zu stabilisieren. Wir möchten euch heute gerne aufbauend auf diesen Übungen schon die nächste Stufe zeigen. Also diese Übungen kommen schon häufiger dann mal so 8., 9. Woche nach so einer Operation zum Tragen. Und dann kam noch von einer Zuschauerin die Frage, Mensch, ich habe so Schwierigkeiten, ich habe es ganz schwer, wenn ihr diese Übungen am Boden zeigt, ich komme einfach nicht runter. Deswegen dachten wir, naja, wir machen das heute einfach mal so, dass wir diesen Weg nach unten mit zeigen, weil umgedreht ist das auch der Weg sicher nach oben. Und gerade im Winter ist das wahnsinnig wichtig. Stellt euch vor, ihr rutscht draußen, fallt hin und habt aufgrund eurer Problematik Wirbelsäule nicht die Möglichkeit aufzustehen. Dann liegt ihr am Boden, im Park ist vielleicht keiner. Das ist einfach eine sehr lebensgefährliche Situation. Ich möchte aber erstmal ganz kurz meine Rolle wieder zusammenbauen, denn die brauchen wir dann für diejenigen, die eben ein ähnliches Problem haben. Nutzen diese Rolle wieder, um die Lendenwirbelsäule zu stabilisieren. Und wir beginnen alle zusammen im Stand. Wir möchten jetzt rückengerecht nach unten kommen, andersrum auch der Weg wieder nach oben. Wir beginnen ganz einfach. Ihr geht in eine Schrittstellung und könnt euch zu jedem Zeitpunkt auch auf dem Bein abstützen. Ihr senkt langsam das hintere Bein ab, setzt das andere Bein dazu und geht in einen Vierfüßerstand. Danach legt ihr euch einfach in Bauchlage ab, seid also jetzt in Bauchlage und dreht euch einfach auf den Rücken, sodass ihr in Rückenlage liegt. Jetzt könnt ihr jede Position einnehmen. Ich würde kurz noch mal den Weg nach oben zeigen. Meine Kollegin bleibt vielleicht gerade am Boden. Wir drehen uns in Bauchlage, drücken uns nach oben in den Vierfüßerstand, setzen ein Bein nach vorn, stützen uns über dieses Bein nach oben und zu jedem Zeitpunkt bleibt die Wirbelsäule so, wie sie sein soll. Unser Übungskomplex beginnt unten am Boden. Wie gesagt, wenn ihr eine Rolle benötigt, nutzt diese. Der Weg nach unten, ich drehe mich mal so rum, dass das besser passt. Und wir beginnen wieder leicht vorzubereiten. Wir nutzen heute eine Übung aus der letzten Einheit. Und zwar versuchen wir im Wechsel die Beine nach vorne zu schieben, aber die Lendenwirbelsäule bleibt an die Rolle oder am Boden gedrückt. Wir ziehen den Bauch ein, legen die Arme seitlich ab und beginnen, ein Bein von uns wegzuschieben, so weit wie ihr kommt und wie die Lendenwirbelsäule stabil bleibt. Dann zieht ihr wieder heran, wechselt die Seite, das andere Bein weit nach vorn schieben. Wieder auflösen. Und die erste Seite wieder. Und wieder heranziehen. Ihr könnt hier ruhig mehrere Wiederholungen machen. Wichtig ist, das Becken darf sich dabei nicht bewegen und die Lendenwirbelsäule bleibt immer schön am Boden fixiert. Klasse. Einmal noch auf jeder Seite. Ihr könnt aber gerne den Pausenbutton drücken und einfach diese Übung 2 bis 3 Minuten noch ausführen. Wir stoppen und steigern gleich zu Beginn unsere Intensität. Wir nehmen beide Beine in die Luft. Das Becken bleibt mit der Lendenwirbelsäule in Richtung Boden fixiert und wir nehmen erstmal beide Arme nach oben. Für viele ist diese Position schon schwer. Zieht mir den Bauch ein und wir beginnen erstmal nur mit den Armen wechselseitig zu arbeiten. Ein Arm über Kopf, einer zu den Beinen und abwechseln. Letzte Woche hatten wir bei dieser Übung ein Gummiband oder eine Wasserflasche jeweils in der Hand und haben diese Übung auch ziemlich schnell gemacht. Das bedeutet also, wenn ihr diese Übungen sehr schnell macht, spannt ihr automatisch mehr Bauchmuskulatur in der Tiefe an, dem dienen auch diese schnellen, kurzen Bewegungen. Heute steigern wir etwas. Die Beine bleiben oben, die Arme legen wir ab. Wir drücken die Lendenwirbelsäule fest an den Boden und beginnen wechselseitig ein Bein leicht vorzuschieben und wieder heranzuziehen. Und die zweite Seite. Die Beine sind ein sehr langer Hebel, der direkt über das Becken an der Lendenwirbelsäule ankommt. Wenn jetzt eure Bauchmuskulatur es nicht schafft,
das Becken zu stabilisieren durch das Wegkippen und ihr fallt ins Hohlkreuz. Und das ist natürlich für die Bandscheiben eine schwere Position, die gefährlich ist. Deswegen drückt den unteren Rücken an den Boden und arbeitet mit den Beinen nur so weit vor, wie ihr wirklich den unteren Rücken noch am Boden fixieren könnt. Das kann auch nur eine ganz kleine Bewegung sein. 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ne? So wie es geht. Wenn ihr merkt, nein, ich bin schon fortgeschritten, ich komme gut zurecht, habt vielleicht auch das gemacht, was in der Therapie generell gilt, vor der Operation schon vortrainiert zu sein, dann könnt ihr auch gern mal das Bein weiter wegschieben. Aber wie gesagt, nur so weit, wie ihr wirklich die Lendenwirbelsäule noch am Boden fixieren könnt. Wir stoppen kurz, setzen ab, setzen die Füße an die Außenkante der Matte und lassen beide Knie mal ganz langsam nach links absenken. Bleiben kurz in dieser Position. Lösen langsam auf, wechseln die Seite. Kommen wieder nach oben und gehen wieder in dieselbe Ausgangsposition, beide Beine in die Luft. Jetzt nehmt ihr beide Arme dazu. Wenn ihr mit der vorhergehenden Übung gut zurechtgekommen seid, dann arbeiten wir jetzt mit Arm und Bein. Das heißt, ihr schiebt ein Bein weg und den anderen Arm über Kopf, zieht wieder heran und wechselt die Seite. Ihr könnt das diagonal koordinieren oder gleichzeitig koordinieren. Wenn ihr das diagonal koordiniert, bleibt ihr etwas stabiler im Rumpf. Immer im Wechsel. Bitte denkt daran, ihr macht diese Übung nur so lang, wie die Lendenwirbelsäule wirklich fixiert am Boden bleibt. Generell zum Einordnen, diese Übung ist wirklich schon schwer. Das heißt, selbst diejenigen, die keine frischen Bandscheibenoperationen hinter sich haben, werden dieses schon als Trainingsreiz also spüren. Jede Seite noch einmal. Und wir stoppen die Bewegung, setzen ab. Die Füße sind wieder an der Außenkante der Matte. Beide Knie gehen nach links. Wir lösen auf, gehen nach rechts. Lösen auf und arbeiten jetzt in die Drehung. Wir stellen beide Beine an, beide Fersen drücken in den Boden. Eure Alltagsbewegungen sind ja nicht nur gerade vor oder seitlich, sondern auch häufig mit Drehung behaftet. Und dieses muss die Bauchmuskulatur auch abbilden können. Also zieht den Bauch ein, stabilisiert das Becken, nehmt die Arme gestreckt zur Decke und beginnt ganz leicht mit dem Oberkörper zu rotieren. Der Rumpf, also der Bauch- und Lendenwirbelsäulenbereich bleibt stabil, der Bauch ist eingezogen und der Unterrücken drückt an die Rolle. Ihr arbeitet nach rechts und links. Sehr schön, und wenn ihr diese Übung schwerer ausführen wollt, nehmt ihr beide Beine noch mit in die Luft, stabilisiert wieder das Becken und die Lendenwirbelsäule und arbeitet diagonal, also seitlich. Sehr schön, wir stoppen die Bewegung und packen auch noch einmal natürlich die Gegenspieler hinein. Wir drücken beide Fersen in den Boden, heben das Becken, halten diese leichte Grundspannung und lösen wieder auf. Macht bitte diese Übung weiter, gern 20 bis 25 Mal. Wir heben wie ein Brett ganz leicht Becken, Lendenwirbelsäule bis zum Brustkorb und lösen wieder auf. Wir versuchen also, Po und unteren Rücken so zu trainieren, dass ihr die Wirbelsäule immer stabilisiert, sodass diese keine Bewegung zulässt. Wir sind am Ende unserer heutigen Einheit angelangt. Versucht einfach, diese Übungen so auszubauen. Ihr wisst jetzt,
dreimal a 20 bis 25 Wiederholungen. Vielleicht auch immer die Kombination zwischenrein, wie zum Schluss das Becken heben. Wechsel die Bauchübungen so durch, wie ihr gut damit zurechtkommt. Und ihr habt ein schönes Übungsprogramm, wo ihr ganz, ganz schnell spürt, dass die Wirbelsäule und euer Körper wieder genau diese Funktionen ausbauen oder erschaffen kann, die ihr eigentlich im Alltag benötigt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns die Fragen, wir versuchen mit drauf einzugehen. Dankeschön, tschüssi.